Angela, was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe eine kleine Geschichte aus dem, das ist so ein kleines Buch, das heißt Im Hochwald erzählt, Sagen und Legenden aus dem Pfarrverband Hermeskeil-Kell, das der Arbeitskreis Heimatkunde im katholischen Bildungswerk Johanneshaus Hermeskeil rausgebracht hat. Und die kleine Geschichte heißt Die Osterglocken von Wüstenbrühl, weil ich denke, nächstes Wochenende ist Ostern und denke ich, passt ganz gut jetzt in den Wunderbar, Monat rein. ja. Ja. Auf den Höhen des Hochwaldes, dort, wo große und kleine Prims sich die Hand reichen, um gemeinsam der Saar entgegenzueilen, ließen sich vor vielen 100 Jahren fromme Franziskaner nieder und gründeten ein kleines Kloster. Wüstenbrühl nannten sie ihre stille Niederlassung, weil in diesem Wüstentale keine blühenden Felder standen und sich kaum ein zartes Blümchen hervortraute. Ein rauer und kalter Wind wehte fast das ganze Jahr über. Karg und steinig waren Feld und Flur. Auf dem dürftigen Boden arbeiteten die fleißigen Mönche schwer und hart, jahr ein, jahr aus. Mancher Tropfen Schweiß rann ihnen von der Stirn und tränkte das durstige Erdreich. Der Lohn ihrer Arbeit war kläglich, ihre Alltagsfreude gering. Zum Kloster gehörte eine kleine Kapelle, die dem heiligen Nikolaus geweiht war. Ihn, den Schutzpatron ihres Gotteshauses, verehrten die armen Diener Gottes besonders eifrig. Wussten sie doch, dass der heilige Bischof zeit seines Lebens durch sein frommes Gebet vielen Menschen Gottes Hilfe erfleht hatte. So wandten sie sich oder wandten sich die Mönche an ihn, den heiligen Fürsprecher, dass er die Bitte dem allmächtigen Gott vortragen wolle, ihr armseliges Erdendasein ein wenig zu erfreuen. Sie wünschten sich um ihr Kloster eine kleine, bescheidene Blumenwiese. Sankt Nikolaus gefiel diese Bitte. Er trug sie demütig vor und der Herr erhörte ihn. All die vielen tausend Schweißtropfen der fleißigen Mönche verwandelten sich durch die Güte Gottes in lauter weiße kleine Blumenzwiebeln. Als aber die wärmende Frühlingssonne ihre ersten Strahlen auf das Klostergelände schickte, begannen die zarten Zwiebeln zu wachsen und zu sprießen. Wie erstaunt und dankbar waren die Klosterbrüder, als sie nach der Ostermesse ihre Kapelle verließen. Soweit das Auge reichte, waren alle Wiesen besät mit wunderschönen goldgelben Blüten, die vom Glanz der Auferstehung des Herrn kündeten. Unter den hellen Klängen des Klosterglöckchens beugten die Mönche voll Ehrfurcht die Knie zu einem Dankgebet und stimmten ein in das Lobet den Herrn. Heute ist das Kloster Wüstenbrühl längst zerfallen. Nichts als der Name erinnert mehr an das Wirken der frommen Franziskaner. Doch alljährlich zur Osterzeit erwachen die goldgelben Osterglocken, auch Nikolausblumen genannt, zu neuem Leben und ihre Blüten leuchten in strahlendem Glanz den staunenden Besuchern Tiergartens entgegen und künden, wie einst den Mönchen, von der Freude über die Auferstehung des Herrn.